Oh, ich kann meine Bewegungsgeschwindigkeit erhöhen, indem ich auf Dings haue. Das ist ja spannend. So, komm, komm, komm. Warte, nicht genug Mana. Das ist okay. Richtige Truhe. Mann. Gleich wieder seltene Gegenstände abgegriffen ohne Ende. Verwester Hauch hat mehr, 9 mehr Schaden. Bonusschaden gegen betäubte oder verlangsamte Gegner. Und Überwältigungsschaden. Aber alles nicht gebrauchen, Leute. Der Basisschaden ist schon besser. Hier, wenn ihr verletzt seid, verleiht euer Trank zusätzlich eine Barriere in Höhe von 10% eures maximalen Lebens. Auch nett. Und hier ist, der ist nochmal besser. Crit-Schaden gegen verlangsamte Gegner plus 6 auf alle Werte. Perfekt. Dann klöppeln wir da den Topaz einfach auch noch rein. Und dann läuft es schon. So. Dann gehen wir mal auf die andere Seite. Das mit dem Fass war irgendwie so ein bisschen ein Versehen. Plus 7% von Ultis. Barrierezonen widerstehen gegen alle Schadensarten. Okay. Okay, dann bin ich mit dem Topaz gerade ganz zufrieden. Da kommen jetzt nämlich dann mit den beiden Topazen 20% Schaden auf unsere Basisfähigkeit drauf. Das macht sich schon bemerkbar. Wo kommst du denn her? Unten am Amethyst. Wir fangen jetzt echt an, Edelsteine zu finden ohne Ende. An der Amethyst. Schaden über Zeit, Reduktion von Lendner Schaden, Schattenwiderstand. Okay. Da ist noch Gold. Ein paar Knochenkrieger vermöbeln. Dass die Brandstifter hier halt in Personalunion mit den Skeletten angreifen, das irritiert mich ein bisschen. Wie passt das zusammen? Oh, hi. Das ist halt tatsächlich so ein bisschen was, wo ich sage, ich bin mir nicht so sicher, ob das realistisch ist, ne? Also ich meine, realistisch in Diablo schon klar, haha, aber da ist der Saphir. Crit-Schaden bei Gegnern, die unter Kontrollverlust fallen, Schadensreduktion, während ihr gestählt seid. 15% Kältewiderstand. Da muss ich zugeben, gefällt mir der Topaz fast am besten. Aber der ist doch, glaube ich, am ehesten straightforward. Sprecht mit dem Abenteurer. We can't do it alone.
Ja, das kriegen wir hin. Doch, dass mindestens ein Abenteurer überlebt. Wir tun unser Bestes. Ach so, Grizzly Bear. Ja klar, why not? Alter Falter. Da würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren, was passiert mit dem Event. Ist das jetzt verloren oder kann ich das neu starten? Das hatten wir bisher noch nicht. Das ist dann vermutlich verloren, wie das aussieht. Aber das war auch wirklich hart, so als eigentlicher Fernkämpfer. Ne? Wir können das ja nicht alles tanken. Schädel. Schädel gibt es auch wieder zum Einsetzen. Plus 2 Leben bei Töten eines Gegners. 3% erhaltene Heilung, 75 Rüstung. Nice. Wow. Unsere Rüstung ist up to date. Plötzlich. Den blitzenden Ring mag ich. Die Handschuhe finde ich auch gut. Besser als die da, das ist okay. Zack, zack. So, jetzt. Da ist das Skelettkonstrukt irgendwo. Was? So, zack, kaputt. Portal abgeschlossen. Ja, ich würde sagen, da haben die eventuell noch ein bisschen was dagegen. Dass er sich immer kurz vor Schluss nochmal wegteleportiert. Als würde ihm das was helfen. So, welchen Aspekt haben wir? Löschen als Aspekt. Der ist für Barbar. Gut. Dann raus hier. Wir haben eigentlich ein anderes Ziel. Lasst mich ja nur so gern ablenken. Leute, auf die Art und Weise dauert das ewig. Wow, was ist denn hier los? Ist Ending? Ist ja schlimm. So, und dann hier weiter. Dann nähern wir uns auch endlich der Nebenquest. Hier in Margrave. Hi. The nights have been quiet without you. No snoring. Can't sleep a wink without it. Oh je. Bauern um ihre Toten. Priester Madvey. Kathedrale unterstützt diese Verbrennung. We are far from Kyovoshad, friend. Beyond their notice. Or care. But
The father sees our light burn from high atop his glacier. He knows that Margrave will suffer no evil. Okay. Und die Leute haben es alle verdient? Many were bandits, murderers. Others, dear friends, good, light-tending folk, until they embraced evil. We must not share the fate of Nevesk. Examples must be made. Okay, drastische Maßnahmen. Aber zeigt, denke ich, ganz gut die Situation, ne, in der der Landstrich ist. Ich habe die Leiche eines Pilgers von Margrave gefunden. I see. So our young brother failed in his pilgrimage to the monastery. A shame. But no worse than any of us have earned, is it? Death of fang and claw, of freezing, of the pyre. Our sinful bodies deserve no better. Anscheinend bedrängt das Böse Margrave von allen Seiten. Yes, darkness is all around us, threatening to close in at any moment. It is our struggle to keep it at bay, if only just barely. Back when the Knights Penitent still patrolled these woods, they would construct great sanctified braziers to ward off evil. There is one not far from here. If you wish to help us push back the darkness, you could light it. Ich denke, das kriegen wir hin. Wir sind Questbelohnung. Do you see now, Lacthan? Enough is enough. Perithin's soul is marred by sin. No. He wouldn't go that far. You know what must be done, Lacthan. If you do not do it, we will. Do you have the will to see it through? Do not question my faith. I will fix this. Bürger und Bürger von Margrave, wenn die Glocke läutet, müssen sich alle Männer, Frauen und Kinder um den Scheiterhaufen versammeln. Gemeinsam legen wir Zeugnis ab vom Preis der Sünde. Ja, toll, I guess. Hallo, Lacthan. Was ist hier los? Those were local hunters. They went with my brother Perithan to guide some merchants through the mountain pass, but were attacked by bandits. The hunters think Perithan set them up. That cannot be right. He is not very devout, but he wouldn't do something like that. I want to look for him, but the woods are dangerous. Could I perhaps hire you as a bodyguard? Ja, klar. Yes. Thank you. Before we leave, we should ask around town. Maybe he came back on his own. Dann fragen wir einmal hier. War Perithan hier? That troublemaker. No. But let me know if you find him. I have some questions. Ja, das haben wohl einige hier. Ich habe das Gefühl, er ist nicht sehr beliebt. Inzwischen, oh, was ist hier? Hilfe. How many times have I said, do not leave these walls? I promised your parents I would care for you. Ach ja. Dieses Ding mit Kindern, ne? Mit dem Kreuz der Kathedrale an seiner Spitze erhebt sich der große Scheiterhaufen so hoch wie jedes Dach in der Stadt. Verschmorte Leichen der Verurteilten sind noch immer an die Balken gebunden. Eine deutliche Warnung an alle, die Margrave betreten. Habt ihr Perithan gesehen? No, no. Perithan does his very best to avoid me, I'm afraid. I should hope he's somewhere praying for his own salvation. We gave up long ago.
Du da? Hast du Parathon gesehen? Why? To finally arrest the menace? He went out with those heathen merchants a while back. I haven't seen him since. Light. I was hoping. The merchants were ambushed at a camp just before the pass. We should search there. Machen wir sofort. Ich mache vorher mal noch ein bisschen das Inventar leer. Zack. Chup, 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 chup. Hier sind neue Crafting-Materialien irgendwo aufgetaucht. Genau. Aber das einmal reparieren. Machen wir den dicht, den Bums, und dann holen wir hier die Quest noch ab von Sullenkost. Ihr seid verletzt, braucht ihr Hilfe? You are kind, but it's nothing that won't heal. I was a fool for trying to get into the old Light's Watch outpost. The place is overrun with fiends. I only wanted to... I believe my mother Soliana was stationed there. However, the church keeps everything but its records in the light. There must be something left behind at the outpost by Knight's Penitent. Don't worry, I'll look into it. Ah, ich erinnere mich, wir waren da in der Beta auch doppelt drin. Was wisst ihr über die Lichtwacht? Only that it was once a bastion of the Knight's Penitent, the holy order of cathedral knights who patrolled the roads, delivering the light's justice to evil. That is. Until they marched away. Ja. Da waren wir nämlich gerade drin. Na gut. Dann gehen wir raus, wo wir hergekommen sind und kümmern uns erstmal um die Blutsbande. Das ist am nächsten dran. Guck mal, ob sich Parathon irgendwo anfinden lässt. Hier sind erschlagene Händler, falls dir das aufgefallen ist. Einer der Händler, mit denen Parathon unterwegs war, die Leiche wurde jeglicher Wertsache. Der Leiche wurden jegliche Wertsachen geraubt. Leere Fässer. Die Warenkoffer des Händlers wurden aufgebrochen und vollständig geplündert. Das ist nur eine Erzader und eine Banditenleiche. Die Todesursache scheint ein Schuss in den Hals zu sein. Zweifellos das Werk der Jäger aus Margrave. Dicke Narben kreuzen die Haut des Unterarms in seltsamen Mustern, als sei sie absichtlich so gezeichnet worden. I didn't want to believe it, but I've seen those scars before. On unsavory types who sometimes met with Parathon. It seems he's truly fallen in with them. I have to find him. I have to bring my brother to justice. Immerhin verschließt er die Augen nicht, wenn er es sieht. Das ist ja durchaus eine Leistung, ne? Westliche Tun. Oh! Oh nein, ein Hinterhalt! Da kam dann unser Blitzspeer zurück. Und da ist das Level Up. Wir haben einen neuen Skill. Beherrschungsfähigkeiten. Statische Entladung, Glückstreffer, kritische Treffer mit Schockfertigkeiten verfügen über eine Chance von bis zu 5% knisterter Energie zu erzeugen. Kugelblitz entlädt eine Blitzkugel, die sich langsam vorwärts bewegen geht und mit ihren Stromschüssen kontinuierlich 45 Schaden zufügt. Barrieren halten länger an. Dann nehmen wir die Blitzkugel erstmal mit, oder? Und gucken, wie sie sich spielt. Bin noch nicht wahnsinnig überzeugt, aber ich bin von einigem noch nicht wahnsinnig überzeugt.
Gut, bitte. Okay, es ist nichts, was einen Cooldown hat. Theoretisch kann man das also spammen. Das ist halt nur relativ viel Mana. Mal gucken. So richtig bin ich von der Kugel ja noch nicht überzeugt. Hier geht's rein in die Flucht des Halsabschneiders. Oh my. No longer. Light, grant me the strength to bring your justice upon my own blood. Ja, das ist manchmal schwer. Ja, gerade wenn es um die eigene Familie geht. Und um Leute, die man sonst so anders kennt. Ne? Aber ich finde, er trägt das mit Fassung, dass er jetzt eingestehen muss, dass sein Bruder möglicherweise nicht haltbar ist für die Gesellschaft. Nee, irgendwie das mit der Blitzkugel, das fühle ich nicht. Die ist mir auch zu eindirektional. Das ist eher ein Skill für jemanden, der hinten steht, ne? Und das allen, die ihm entgegenkommen, dann auch entgegenwirft. Aber wir bewegen uns viel zu sehr und das Schlachtfeld ist viel zu dynamisch, dass wir das gut einsetzen könnten. So. Wir räumen hier trotzdem erst noch rechts und links auf. Aha, da ist auch irgendwas. Schmugglertasche. Und ein Schmugglerschlüssel. Na, hervorragend. Das passt doch prima. Offen. Dark. E-Beams. Ich will die Heizkörperthermostate kontrollieren. Und mit ihnen einen Termin machen, um die gegen Smart Meter auszutauschen. Nee. Die mögen keine Smart Meter. Das ist ja schade. Schöne neue Technologie, muss ich sagen. So. Eine verzauberte Kugel. Hervorragend, was wir alles nicht brauchen. So, eine Truhe. So. Entzünde die rituelle Feuerschale. Ach, wir sind, wir sind wieder auf dem Weg einer anderen Quest. Das habe ich jetzt erst registriert. Das kommt davon, wenn man nicht so genau hinguckt. Wie gesagt, liegt es eventuell auch schon an der etwas fortgeschrittenen Zeit. Das ist hier wieder was anderes, aber da machen wir das jetzt einfach mit.
Uaha. Naja, dann nehme ich das hier auf. Das ist auch okay. Warum stehst du hier eigentlich rum? Leg dich hin, wie alle anderen auch. Frechheit. Und ihr habt gedacht, ich habe euch vergessen, ne? Nix ist. Doch die richtige Quest. Hm. Wo ist denn da die falsche ausgewählt? Na egal. Durch. Da ist er ja schon wieder. Muss halt zugeben, das Mana ist in dem Kettenblitz irgendwie besser angesetzt. Angelegt. Läuft das ja ganz gut hier. Flapp. Da, ich war nicht beabsichtigt. Teleport war noch auf Cooldown. Jetzt muss ich da wieder rankommen. So. Ah. Hab ich. Haben wir. Wieder Loot-Kontrolle. Die Rüstung ist wieder besser. Und der Hut ist wieder besser. Hallo, Parathon. Euer Bruder hat viel durchgemacht, um euch zu finden. Lachsan. What have you done? How could you have fallen so far? Margrave demands justice, brother. I need justice. They told me it would be clean. Lift a few purses and send them on their way. Nobody was supposed to get hurt. I didn't kill anyone. I ran, and they punished me for it. You must believe me. You'll never convince the others. We can't return to Margrave. Can you walk? Look, then. These are old smuggler tunnels, right? We'll follow them south, somewhere no one knows us. Start over. Thank you for your help. He's an idiot, but he's blood. I can't just... Can I trust you not to tell anyone where we've gone? Understood. Understood ist jetzt nicht unbedingt die Antwort, die ich erwartet hätte, aber... Schon okay.